Ich meine, wir haben doch gerade eine gute Strategie. Lass uns einmal jetzt noch eine Folge lang den okay. Zug probieren. Okay. Wir schalten quasi auf Durchzug. Und damit willkommen zurück in der neuen Folge Cuphead Let's Play Arnold Schwarzenegger und nein, die News. Was? Mit Sylvester Stallone und mir Travolta. 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 Travolta wo? Travolta. So ein Scheiß, lass uns jetzt anfangen hier. Die Schnauze voll von diesen dämlichen Impro-Intros. Können wir nicht mal jemanden bezahlen dafür, dass er vernünftige Intros schreibt? Das ist wir haben die besten Intros der Welt, ja. Immer noch. Ja. Ich sag nur Battleblock. Da hatten wir so die besten Intros aller Zeiten. Das beste, aufgedrehteste Commentary aller Zeiten bis zu diesem Let's Play. Ja. Ja. Hier schrei ich dich im Grunde die ganze Zeit an. Genau, und ich mach. Du hast den Timer nicht gestellt. Stimmt. Was soll's? Ohne Vanessa Carlton, was hilft's? Wir spielen jetzt einfach so lange, bis wir den Zug geschafft haben. Scheiße, Mann. Ich will nur nicht spielen. Ich spiele jetzt eine Minute und dann geschafft. Ey, von mir aus. Als ob! Als ob! Dann hängen wir das noch an die letzte Folge mit dran. Aber meine Nase ist wieder voller Haare. Also nicht, dass das so oder so nicht ist, aber. Ich weiß, was du meinst, das ist ekelhaft. Ja, ja. Hast du deine Nase mal angeguckt? Ja. Wir sind dein Gesicht, deswegen hasse ich dein Gesicht so sehr. Wegen meiner Nase? Nein. Wegen meinem Gesicht? Ja. Okay. Ich hab die Nase an. Das heißt, deine Nase fliegt in den Mond. Ja. Was? Dun, oh. Dun, dun, dun. Guck mal, wie die Seife uns hilft. Die Seife ist unser Freund. Kinder, denkt immer daran. Hier, Seifi, gucke. Seifi? Da sind ja noch Feinde. Oh mein Gott, weiß nicht, ob ich daran denken muss. Wegen Seifi? Ja. Seifi? Oh, Entschuldigung. Was? Ja. Nein. Voll. Moment, du bist da Invincible. Du bist da Invincible? Ja, aber ich bin auch keine sonderliche Hilfe mehr. Doch, du machst Damage. Du machst da in dem Moment Damage. Okay. Das hilft, weil da das Herz kommt. Von okay. Dem Zug. Okay, wir versuchen einfach, dass es so ich hab dich gebuggt. Du hast mich gebuggt. Gucke, bam. Ach, ist das schön. Und immer, und er blinkt immer, wenn der an dir vorbeigeht. Ich hoffe, das macht nicht. Ich meine, ey, von mir aus. Ich kann damit rollen. Wie cheese ist das denn? Aber die Frage ist, wie lange das hält? Naja, anscheinend für immer, weil ich gebuggt bin, aber die Frage ist, ob das passiert da wirklich irgendwas? Ja, er blinkt jedes Mal. Ja, oh nein. Aber drück mal nicht weiter Y. Ja, das erinnert, glaube ich, nicht. Ich mach das nur aus. Aber warte, ich kann mir dein HP nehmen! Ja! Das Problem ist halt, meine Schüsse gehen nicht weit genug, um wirklich viel Schaden zu machen. Das ist das Problem, das wir gerade haben mit dem Damage. Treffe ich damit? Ich glaube nicht, doch so. Aber die Frage ist, mache ich ihm Schaden? Weil ich müsste mittlerweile irgendwas passieren. Warte, guck! Oder? Da blinkt. Nee, blinkt er dann nicht kurz auf? Nee. Sieht so aus. Aber du machst die immer kaputt, das ist gut. Ja. Und wie gesagt, ich kann dir. Den machst du auf jeden Fall Schaden. Aber keinen Fallschaden. Warum mache ich nicht einfach das? Weil das vielleicht. Was denn, Renner, mit Namen ist dir passiert? Ich meine, ich find's ja ganz spannend. Ich habe in dem Moment geparried, als du gerade dein Special angefangen hast. Ja. Und dabei bist du dann so verbuggt geworden. Warum? Weil das der Schädel ist. Warte, 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 warte. So, auf den Schädel auf. Nun. Das ist schon höchst interessant. Ja. Ich meine, wir hatten auch zweimal Jack in Red Dead Redemption, also warum nicht das? Ey, ich bin voll dabei. Ich. Ja. Aber irgendwie kommen wir auch hier nicht voran. Doch, jetzt ist er geschmolzen! Yay! Mal gucken, was passiert. Also, es hat ja irgendwie. Also, Oder? Da ist doch das Herz dann. Na, nicht ganz. Naja, doch, er geht, glaube ich, noch ein bisschen runter. Aber er macht, was er will. Vorsicht, Ring. Okay. Oh! Was gut ist, anscheinend geht der Ring jetzt immer auf mich, weil ich weiter oben bin. Naja, geht auch auf dich. Springen. Aber naja, vielleicht
Das ist wieder so eine Mal-du-mal-ich-Sache. Ja, okay. Naja, gut, das ist ein Ring schon mal aus dem Spiel genommen für dich. Oh! Shit. Schade, dass ich jetzt nicht... Einmal habe ich noch. Weißt du, das ist der merkwürdigste Scheiß, den ich seit ein paar Minuten gesehen habe. Du frisst halt auch die Glut. Na, ja, nee, jetzt kann da nichts mehr machen. Mist. Ja, gut, aber jetzt... Drück mal Start. Resume. Shit! Versuch mal zu parryen, wenn er direkt da ist. Also ja, ich versuch's, aber es klappt nicht. Jetzt. Nee. Schade. Drück mal B. Nee, okay. Ja, nee, da passt. Da kannst du nichts mehr machen. War halt lustig, aber... Musst du wohl retry. Oh, wie grimmig. Nee, ich glaube nicht, dass da noch irgendwas geht. Okay, nee, da geht nichts mehr. Ach, schade. Auf ein neues! Es war so ein guter Ansatz, ja. Ja. Weil das hat halt gerade wirklich vieles vereinfacht. So, jetzt machen wir hier noch 15 und dann läuft. Okay, damit geht es jetzt wieder mal los. Schade, schade, schade. Ja, mit dem Spreadshot bin ich halt nicht irgendwie weit. Entweder habe ich ihn nicht richtig getroffen oder sonst irgendwie was. Ich hätte den Charge Shot machen sollen. Dann hätte ich ihm so viel Damage gemacht, dass er schon down gewesen wäre. Hm. Ich habe leider nur erst dran gedacht, dass ich schon meinen letzten HP hatte. Und dann war mit Wechseln irgendwie ein bisschen schwierig und dann, ja. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal. Ich muss in dem Moment parryen, wo du dein Special machst. Und wenn du den wieder so in der Luft machst, dann, ja. Okay, aber das wird extrem kompliziert, das zu timen. Ja, ich sehe ja, wenn du springst und dann sagst du mir jetzt und dann... Musst du hoffen, dass du parryen. Achso, gut, okay, wir haben ja die Dinger. Richtig. Parryen, genau, ich habe ja hier unten einen von diesen Valves halt geparried. Das war's halt. So. Nein, oh, komm, ja, genau. Ah, das war zu früh. Tja, ja. Wollen wir doch mal sehen, was noch hier so geht. Oder fährt. Schiniert. Ah, oh, verdammt, quasi schicker schiniert. Schikaniert quasi. Schikaniert. Hä, schikaniert. Verstehst du? Schikaniert. Ah, scheiße! Nee, das war Blödsinn. Okay, ich mach mal. Ich mach mal. Du mag mir an. Wow. Wie hätte ich jetzt? Ja. Ja. Nee, das war nicht so doll. Nee, aber jetzt geht's voll ab, pass auf. Aber ich... Spreadshot ist hierfür gut und der Charge Shot macht eigentlich viel Schaden, aber ich habe das Gefühl, das ist nicht ganz so effizient eigentlich. Wir waren auch schon ziemlich weit jetzt. Ja, waren wir eigentlich schon. Ich glaube, daran sollten wir jetzt festhalten. Ja, machen wir auch. Und das einfach verbessern. Wow, wow. Das Richtige ist, Dark Souls beginnt danach. Ach, was, als ob! Das gibt's doch nicht, ey, das nervt. Im Cuphead beginnt das richtige Dark Souls. Ja. Ich werde sowieso nochmal komplett aufladen. Yeah. Wenn wir bei den Löffeln sind. Recharge. Recharge all in the yellow submarine. Gucken wir erstmal hier. Jawohl! Hey. Da kriegt du richtig in die Fresse mit einem hässlichen Gesicht. Oh! Jawohl, wie schnell das gerade ging. Nicht wahr? So, aber wir versuchen nicht nochmal diesen komischen Glitch herauf zu beschwören, oder weiß doch? Ich nicht, ich mache jetzt links. Aber anscheinend das Timing war jetzt nicht. Nee. Naja, dann müssen wir jetzt einfach mal durch. Vorsicht, genau.
Das Gute ist halt, dass sie wirklich abwechselnd das immer machen und man nicht noch irgendwie drauf achten muss, wer nice. Von den beiden das macht. Okay, so. Wir haben viel HP, du hast einen Charge, super, auf, Gedings, Döns, Bums. So, das heißt, du parryst jetzt hinten und ich guck, dass ich das Herz treffe. Genau, ich parry... Hab dadurch gleichzeitig... Wow. Okay, komm. Wird die bestimmt nicht ganz getötet haben, aber wir sind nah dran, Vorsicht. Okay. Haben wir? Und? Vorsicht. Scheiße. Jawohl, 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 und? Vorsicht. Oh nein. Danke. Okay, komm schon. Hab dich. Nice, nice. Wie lange? Hab ihn. Okay. Na, hol mich, ich bin voll. Ja! Yeah! Endlich! Richtig nice! Alter! Oh! Aber das ist auch jedes Mal, wenn man das dann geschafft hat, ist es immer so ein Yeah! Genau. So ein richtiges Accomplishment-Gefühl. Richtig geil. Dann haben wir in dieser Session wieder 2 geschafft. Mhm. Und... Noch 10 Minuten in dieser Folge. 10 Minuten, dann machen wir den Roboter auch noch schnell. Ist doch kein Problem. Erstmal gucken, ob wir weiterkommen. Stimmt. Cuphead, wir kommen durch, yeah. Try your luck, motherfucker. Wir gehen weiter. Phantom Express down. Er geht down. Okay. Welcome. Inkwell Hell. Jawoll. Letzte Welt. Wir lassen 2 einfach aus. Und wer? King Dice schickt uns jetzt weg. Und sagt, well, you two not good. Good nuts. Which nuts? These nuts. All bets are off. Yeah. Hold it right there, you. You might have busted up some of them devs, but you don't have all the soul contracts. You ain't seen the big cheese till you got those contracts of your grubby little mitts, all of them. Okay. Shit. Also müssen wir doch noch den Roboter machen. Aber wir müssen nur den Roboter machen. Das ist okay. Den Roboter kriegen wir. Nur noch den Roboter? Wir haben sonst nur noch den Roboter. Echt? Was haben wir denn sonst noch? Hier wüsste ich jetzt nur noch den Roboter. Ich weiß nicht, was wir ausgelassen haben sonst. Stimmt, die Maus hatten wir, den Roboter, die Katze. Der Roboter und Katze ist ja Roboter. Ja, Maus. Ist, ja, Maus und Katze. Hatten wir nicht auf der rechten Seite noch irgendwas? Da war nur Run and Gun Kalamari-Frau. Irgendeine Schildkröte, die da deprimiert rumsitzt und Leute abgestochen hat oder so. Das ist meine Vermutung jedenfalls. Das ist Headcanon, aber vielleicht... Der redet zwar über Pazifisten und sowas, aber ist ja egal, dass wir Pazifisten sein sollen. Deswegen, dann glückt sich. Stimmt, dann ist es nur noch der Roboter. Jetzt okay. Ist nur noch der Roboter. Wir müssen nur noch... Making den Roboter. Genau. Schieß ihn down. Schieß ihn klauen. Wir müssen nur den Roboter abknallen. Einfach nur noch drauf hier in deine scheiß Fresse. Nimm das Antenne, Junge. Ich schieß dir eine scheiß blöde Fresse aus dem Gesicht. Hast du gesehen, wo du liegst? Ey, rum ist, dann stirbt man nicht. Außer die Dinger kommen angeflogen. Deswegen muss man aufpassen. Ja, runter und dann wieder hoch. Und dann schießt man ihn einfach tot. Vorsichtig, und dann kommt das Ding, und man wegparryen. Das macht man einfach so, weil der Laserstrahl ist dann nämlich weg. Das ist wichtig. Pass auf, wir kommen nämlich die ganzen scheiß Schrauben runtergeflogen. Als ob ich da nicht durchgepresst hätte. Muss man aufpassen. Als ob mich das getroffen hat. Dann wischt es einen natürlich vollkommen eiskalt. Man weiß nämlich nie, wann es einen erwischt. Wenn es einen erwischt, dann weiß man. Dann ist man nicht kalt gemacht. Spät. Deswegen muss man aufpassen, dass die Ärmchen kommen. Es kommen nur die Bomben und die Ärmchen und die Herzchen. Aber es kann runter, macht man einfach komplett tot, macht man die. Deswegen fliegt man immer weiter und dann nur voll in die Fresse hinein mit der hässlichen Fresse. Nein, die Fresse richtig kaputt. Du hast deinen super. Super, super. Alter! Und das war nicht machbar für mich. Aber ich hab jetzt zu spät, jetzt habe ich kein Leben mehr für dich. Ja, ich wollte gerade Scheiße drücken. Daneben geschossen. Oh, verdammt, da kommt der Kopf geflogen. Wir haben kein Mensch gerechnet, wir machen einfach weiter. Pass auf, er schießt auf mich. Also schieße ich jetzt hier nach unten. Er schießt auf mich. Dann schießt man jetzt zack, da voll reingehackt und dann muss man einfach noch töten, was passiert. Das ist aber nicht ganz so Schrott. Mein Schrott, aber schon. Was kann ich in der Stadt da hinten sein? Nirgendwo in der Nähe habe ich eine Stadt gesehen. Warum? Ich muss mich aber fragen, warum überhaupt? Hört man diesen Leuten noch zu? Ich singe einen Song. Achso, wir singen einen Song. Das ist ja nicht Rap. Freestyle. Ja. Oh, holy Mann, danke. Was ist das für eine Stadt im Hintergrund? Ich sehe die nirgendwo an der Obermap. Pam!
Kopf! 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 Ja, da hat der Kopf gehabt. Hab ich erwischt. Was willst du tun? Ja, jetzt mach ihn einfach tot, okay? Komm. Okay. Gut. Müssen wir lieber drüber reden. Einfach töten. Das war nicht gut. Ich wünschte, man könnte ihn mit seinen eigenen Bomben schädigen. Und ich treffe wieder nicht. Warum nicht? Weil ich daneben geschossen habe. Okay. Oh! Komm schon. Machst du jetzt Vanessa Kalten an? Nein. Als. Ey, komm! Das ist. Das ist so kacke! Es geht weiter. Na gut. Macht er hier so ein Katzenbild? Aber die Katze guckt einen so an. Das ist so bescheuert. Ist das deine Katze? Also deine Freundin Katze? Nein. Das ist eine andere. Okay. Also mit der machst du kein Petting. Die erste darf davon nichts buchen. Und mit der mache ich kein Petting. Ne? Und jetzt ist es wieder soweit. Wow, guck, er schießt da wieder. Voll der originelle Roboter. Schießt mit dem Laser und schießt mit Schrauben und Mutter. Wow, richtig geil. Schrauben drehen, Mutter Schrauben drehen, wie bei Mutter. Und so Was? Der ging voll unter. Schrauben wie bei Mutter. Der geht nicht schlecht. Ja, ne? Könnte man sogar auf ein T-Shirt drucken. Ich hätte gerne ein T-Shirt auf, wo die Notenfolge von Tim drauf ist. Das wäre total toll. Und jemand, der tatsächlich die Noten lesen kann, der guckt sich das an und denkt sich, ja, yeah, nice, der weiß Bescheid. I need you. Damit immer, falls hier irgendwo ein Klavier rumsteht und jemand Noten lesen kann, das spielen kann, rutsche ich so, leg mich oben auf Piano drauf. Spiel das. Play me like one of genau, das habe ich auch gerade getan. Aber genau so, genau in der Tonlage und allem. Oh nein, Mann, immer da hinten die Decke. Hab dich. Jetzt bin ich mehr raus, dankeschön. Auf zuvorkommen von Ihnen, mein Herr. Ja, ich wollte dem Tod zuvorkommen. Oh Mann, du musst mich aber nochmal holen. Als ob! Ich hab nicht Y gedrückt diesmal. Diesmal kann ich es nicht sagen. Diesmal wäre es nicht richtig gewesen. Genau. Und wer will schon lügen? Lügen ist scheiße. Yeah. Lügen bringen Schande. Lügen bringen Schande über dein Haus. Ups, das war zu früh hochgegangen. Oh nein, ich auch. Ganz traurige Version davon. Ach. Da komme ich nicht hin. Doch komme ich. Komm schon, das hat mich alles gekostet. Ich habe es geschafft. So ein Scheiß. Das. Ja, unten den musst du noch kaputt machen. So, und jetzt das Herz. Aber die Bomben sind halt das Problem einfach nur. Wenn die Bomben in dieser Phase noch nicht kommen würden, wäre das viel einfacher. Dann wäre das machbarer. Deswegen ist es aber so hier nicht. Ist ja alles. Hier ist alles, ja. Ich sage ja, der Roboter ist einfach scheiße. Warum ist der Roboter? Warum müssen wir den überhaupt bekämpfen? Ich glaube, das ist eigentlich so ziemlich der schlimmste Boss. Und ich kenne die anderen Bosse. Die sind machbarer, finde ich. Ich meine, wir haben ja jetzt alle, oder? Zwei kommen dann noch. Naja, aber... Aber hier jetzt, ja, in der Welt. In jeder Welt haben wir doch jetzt alle Bosse außer ihn hier. Ja. Er ist jetzt quasi so der der Vorendboss quasi. Also könnte so, man so sagen, ja. Auch wenn die Reihenfolge natürlich variierend ist, je nachdem wie du spielst, aber... Aber ich weiß schon, was du meinst. Für uns ist es der Vorendboss quasi. Weil er ist ja auch jetzt quasi der Letzte für uns. Einfach aus dem Grund, weil er so scheiße schwer ist. Nee, wie gesagt, der Vorendboss, also es kommen noch zwei. Ja, aber ich meine, die rechnen zusammen, das ist quasi so, weißt du, oh, so die my final form, motherfucker, und dann kommt er und dann kommt der Teufel. Ja. Und so quasi im Endeffekt ist es dann auch. Aber er ist jetzt hier von der, er ist einfach übrig geblieben, weil er der Klopteste ist. Von der ist ja auf dem Bausschrott gebaut, der ist übrig geblieben da. Er weiß genau, was er ist. Ah. Er ist Schrott. Er ist scheiße. Ja. Weiß ich nicht, auf der Gamescom, da hat Veronas sich selbst aufgenommen
und so, ich bin geil. Ich komme von der Seite, er ist scheiße. Ja, das musst du mir immer. Das ist so super. Ach nein, komm. Da kam genau das Ding gerade hoch, als ich mein Super Special da unten reinmachen wollte. Beim Herz wäre es sowieso besser gewesen, aber das ist jetzt mal beside the point. Als ob, ich habe Y gedrückt. Ey, diese Bomben, die gehen mir so am... Nicht Arsch vorbei, die gehen mir so auf den Piss. Komm schon! Das ist nicht schön. Der Boss ist echt nicht schön. Also, einiges waren schwer, aber trotzdem ganz cool. Der hier ist einfach, der ist nicht schön. Nee, der ist, Ich finde einfach, der ist so... Okay, wie kann man einen schweren Boss machen? Nicht irgendwie natürliche Schwierigkeit oder so. Nein, wir hauen einfach 10.000 Sachen gleichzeitig auf den Bildschirm. Ja, ja. Das ist halt Bullet Hell Hell, könnte man sagen. Also es ist der Vater aus noch schlimmer. Drin. Ja. Der Bullet Hell Hell. Oh! So, Herz. Hand. Ach man! Kopf! Ja, die Arme sind ja, wären ja auch nicht so das große Problem, wenn der nicht noch aus den Händen schießen würde gleichzeitig. Das ist ja dann auch noch die Kacke. Da sind dann noch mehr Sachen, worauf man achten muss, obwohl die Arme eigentlich schon genug sind. Ich habe Y gedrückt, definitiv. Der visiert dich an, weil du am meisten HP hast. Fuck! Fuck! Knife? You all probably heard the rumor. But this plucky little fella named Cuphead. He's coming to collect our deals with Level, and we need to stop him. Hey, he's coming this way, so beware. Okay, jetzt kommen blaue Schüsse und mach doch mal immer diese scheiß Bombe weg! Plötzlich sind's rote Schüsse, ja. Oh. Tja, der Roboter ist für nächstes Mal, warm. Unser Erz-Nemesis. Ja, das war's mit dieser Folge. Dankeschön fürs Zusehen, Leute. Und ab die Mats!